Moment, das Arbeitszimmer war doch. Genau. Ah. Ah. Die waren hier schon mal. Ah. Für die zwei macht das dann 10.000. Ich bin ein kleiner Junge. Ich sehe aus wie ein kleiner Junge. Ich habe kaum Kontrast. 10.000. Hört's, Monsters. Ruben. Wir sind derzeit nicht ganz flüssig. Es ist nicht möglich, das Ganze auf die Liste zu setzen. Wir kennen uns nun schon eine ganze Weile, Carter. Und du weißt, dass ich dir helfen möchte, wo ich nur kann. Und deswegen gäbe ich dir diesen dreckigen Sock voll mit Gedärmen. Ich möchte euch beiden helfen, dir und auch Seth. Aber bei Geld hört die Freundschaft auf. Wenn das Geld nicht innerhalb von 2 Wochen auf meinem Tisch liegt, dann wird niemand sterben müssen. Das... Sei still! Ich bin ein kleines Kind, weißt du. Die 50 Riesen liegen innerhalb von 2 Wochen auf meinem Schreibtisch. Wie ihr zweiter reinkommt, das ist eure Sache. Und Gordo, wenn du nicht nur mal Schwierigkeiten willst, dann sollst du mal langsam lernen, besser auf den Schwanz aufzupassen. Ich hab keine Lust, weiter in den Müllmann für ihn Pädophilen zu spielen. Das heißt Pädophil. Aha, er ist also doch pädophil, so wie es manche meiner Zuschauer geraten haben oder bereits wussten. Keine Ahnung, ist mir egal. Bitte mich nicht spoilern, danke. Aber Ruben, ich hab doch nichts. Wenn ich dir dein Zeug wieder weiterhin besorgen soll, dann halt deine Fresse und lass mich reden, kapiert? Wie sein Yayu, oder was das war. Zombies, yeah! Und das war's mit Seth. Tot! Oh nein, nicht wieder schon. Nun ja, nicht schon wieder das. Die mit ihrer merkwürdigen Ausdrucksweise. Oh, die Musik ist verstörend. Ich muss irgendwas trinken. So. Say genau hin. Das Fleisch steht noch dieses Wesen besitzt weder Blut noch Seele. Und dennoch bewegt sich sein Käfer, als wolle er alles in sich verschlingen, was ihm entgegenkommen mag. Er hat sich in diesem Punkt seit dem Kollabieren seines Fleisches nicht verändert. Ebenso wenig seine Mentalität, obgleich die Seele längst verschwunden ist. Und dennoch lebt er. Nicht geleitet von Gefühl und Hoffnung, nicht mit dem Willen, den Frieden zu finden, den sein Fleisch zu finden vermochte. Nein! Weißt du was? Was denn? Du formulierst genauso schön wie Renoir. Danke. Nichts als Grimm, Zorn, Wut. Hass lässt dieses Gewebe pulsieren. Gewissen und Schmerz sind keine Dinge, die dieser ärmliche Existenz noch beeinflussen zu vermögen. Der Satz endet sehr merkwürdig. In keiner Weise. Blutleer, mit trägen, halbgeschlossenen Augen, einer dreckigen Kühle und unbeschreiblichen Ranzigkeit ist dieses Wesen weit weg von dem Wesen entfernt, das wir als Mensch zu bezeichnen pflegen. Und dennoch, bla bla bla, lässt seine Art zu leben, mit den Dingen umzugehen und seine ganze Mentalität nicht zu, ihn als etwas anderes zu betrachten. Weißt du was, Valancourt? Was denn? Das ist einfach nur ein Bild. Ein verdammtes Bild. Ja, aber künstlerische Interpretation und so, ne? Was ist die Aufgabe dieses mitleidenswerten Fleisches? Mord, Rache, alles, was mit dieser Begrifflichkeit Hass in Verbindung gebracht werden kann. Es muss Teil der von mir angesprochenen Mentalität sein, dass sie danach sinnen, mit ihrem Opfern das zu tun, was ihnen selbst widerfahren ist. Das ist der einzige Grund, warum sie existierte. Alles andere wäre Lüge. Vielmehr Teil einer lächerlichen Utopie. Was ist Utopie? Das ist... Brad ist das. Ja. Renault ist jetzt schon eine halbe Ewigkeit weg. Na, was für ein Glück. Ob ihr wohl etwas zugestoßen ist? Na, hoffentlich. Ich sollte mich hier selbst ein wenig umsehen. Vielleicht finde ich ja in den Häusern hier einen Hinweis auf die Frage, was es hier eigentlich für ein Ort ist. Dürfen wir uns bewegen? Darf ich mich bewegen? Moment. Nein, darf ich nicht. Was ist das? USP Tactical Butterfly erhalten. Hä? Tactical... Ach, er hat jetzt eine Handfeuerwaffe. Wo auch immer die herkommt. Was machen die in meiner Tasche? Ach so, ah, nee, er hat ein Butterfly-Messer und dieses...
Pistole oder Gewehr erhalten. Ah ja, etwa weil du ein ganz toller Hecht bist, mein Junge. Weil du ein ganz toller Hecht bist. Da wollen wir nochmal sehen. Also ein Butterfly-Messer zerbricht bei häufiger Anwendung. Warum zerbrechen alle Messer bei häufiger Anwendung? Und eine USP-Tactical-Pistole, 12 Schuss. Maschinengewehr oder eine Panzerfaust wäre mir in dem Fall irgendwie lieber, aber man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Dietrich gefunden. Yay, der Dietrich und der Dieter und der Jürgen und der... Ach, leck mich. Nein! Nein, nicht schon ordentlich, schon wieder Taschenlampe. Wir sind hier im Freien, wie kann es bitte so dunkel sein? Das ist doch... Oh nein! Oh, ich hasse das. Echt, ich hasse das. Jetzt sieht man wieder so viel. Und seht nur, wir sehen wahrscheinlich gerade mal ein Fünftel des Bildes. So ein Scheiß. Ah, hier rein. Von innen blockiert. Natürlich von innen blockiert. Ja, wenigstens dürfen wir speichern. Ah, das ist blöd. Ach, hier sind wir. Ja, ist klar. Dann versuche ich mich kurz ins Krankenhaus zu schleichen. Nee, es war ein Hotel, es war kein Krankenhaus. Da habe ich mich gerade von Silent Hill desorientieren lassen. Da gibt es ja immer irgendein Krankenhaus. Hier geht es nicht rein. Nun versuche ich es eben hier. Aha. Oh, wir sehen endlich wieder etwas. Hooray! Dann hier. Sollten wir hier überhaupt hin? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh nein, nicht der schon wieder. Der lebt ja immer noch. Ah, ich muss ihn erstmal irgendwie von der Tür weglocken. So, komm. Komm, du Rosenkohl! Jetzt hat er mich fast erwischt. Egal, was für ein Gegner. Sobald die uns erwischen, werden wir zu Zombies. Das macht absolut Sinn. Okay, weiter. Und durch die Schlammpfütze. Schlammpfütze. Okay. Das erscheint mir schon fast falsch. Ich gehe zuerst einmal nach unten. Dort war nämlich dieser tote Ziegenbock. Ich glaube, es ist ein Arzt. Das Blut sieht... Das Blut sieht nur aus wie... Was? Gitterschlüssel gefunden? Hä? War das jetzt richtig? Oder hat der Entwickler nur geschlafen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Diese Welt ist merkwürdig. Fast schon wie ein Dreamland. Ja, also ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Wenn wir jetzt nochmal alle Rätsel lösen müssen, dann sind wir falsch. Na, wir sind hier definitiv falsch. Renoa, du verrückter Böhn. Vor allen Dingen ist ja der Fahrstuhl abgestürzt. Ja, komm. Und deswegen können wir ihn noch gar nicht mehr benutzen. Es sei denn natürlich... Das Traumland hat es sich anders überlegt. Ja. Du armes Ding. Weißt du eigentlich, wo du hier bist? Reno, woher kommt diese Stimme? Der falsche Weg. Gut gemacht, Entwickler. Gut gemacht. Wo darf ich denn lang? Ich soll Reno nicht folgen. Ah ja. Gut, dann werde ich das tun, worum Brad mich gebeten hat, mich in den umliegenden Häusern umzusehen. Ist er gar nicht verbargt? Oh, ich hasse dieses Licht. Das macht mich ganz kirre. Das macht mich doch wahnsinnig. Oh. Ah, hier sind wir wahrscheinlich richtig. Aber es gibt nichts zum Einsammeln. Klauen, ernten. Nee, gar nichts. Aber die Soundeffekte sind so ganz cool. Entweder das sollen Kerzen darstellen oder Regen, der gegen die Fenster prasselt. Toll, ein leeres Haus. Wow! Merkwürdige Kirchenfenster. Ja, wo geht's lang? Kate's Place. Kate's Place. Verschlossen. Ich brauche hier den passenden Schlüssel. Ah. Gibt's auch nichts. Ah.
ich muss mir im Kopf meine eigene Karte zusammenbasteln. Oha. Man sieht ja auch so viel. Oh yes. Oh yes. Hier vielleicht. Ja, das sieht doch ergiebiger aus. Und ich kann mal wieder über absolut alles drüber laufen. Ja, ist klar, ne? Yay! Sag mal, hallo? Und hier fehlt ein Teil des Bettes? Sorry, aber... What? Wurde der Teil denn nicht fertig gemacht? Ne, Moment, fehlt dort wirklich ein Teil des Bettes? Ja. Hier unten sehen wir nämlich vollständig. Und auch hier gibt es nichts. Hä? Das ist eine Vollversion, ja? Aber hier gibt es nichts. Nirgendwo. Hä? Leere Häuser? In denen Kerzen brennen? Hä? Das macht alles irgendwie keinen Sinn. Ich drücke überall Enter. Hä? Na, dann eben wieder hinaus in die Finsternis. Wo bin ich jetzt? Oh mein Gott. Wo bin... Aha, jetzt bin ich hier. Ne, speichern tue ich nicht. Lässt sich nicht öffnen. Ich bin wieder... fast am Anfang. Ich glaube nicht, dass wir hier hin sollten.